Hallo und herzlich willkommen, ich bin Roland Holzer und in diesem YouTube-Tutorial geht es um ein laufendes O mit Unterprogramm in C#, also eine Konsolenanwendung, wo wir mit den Tasten WASD ein O über den Bildschirm bewegen können. Ich habe hier schon mal eine Konsolen-App angelegt in .core mit C# als Sprache. Und was wir machen wollen im Hauptprogramm ist, wir wollen einen Rahmen zeichnen. Wir wollen den Spieler dann zeichnen. Wir wollen eine Eingabe machen und dann den Spieler wieder löschen, dass wir in eine neue Position zeichnen können. Und wir wollen den Spieler natürlich bewegen. Ja, das sind jetzt alles nur Kommentare. Die Spielschleife geht über diese ganzen Befehle. Packt es einfach mal in eine Endlosschleife. Jetzt tut unser Programm noch nicht viel. Und statt diese ganzen Teile, die hier in den Kommentaren stehen, als Programmcode in der Main zu entwickeln, werden wir das jetzt in Unterprogramme aufteilen, sodass unser Hauptprogramm weiterhin übersichtlich bleibt. Als erstes überlegen wir uns mal, was brauchen wir denn immer für den Spieler? Und das wäre hauptsächlich seine Position. Dafür legen wir globale Variablen an. Und die stehen in der Klasse, also in diesen, zwischen diesen geschweiften Klammern der Klasse, aber außerhalb jedes Unterprogramms, wie zum Beispiel der Main. Das heißt, hier lege ich jetzt eine Variable x und eine Variable y an und dass ich die in Unterprogrammen, die hier static sind, verwenden kann, müssen diese Variablen auch static sein. Sonst kriegt man nachher die Fehlermeldung, dass man einen Objektverweis dafür bräuchte. Das bedeutet dann nur, dass man das static hier vergessen hat. Gut, die Main hat jetzt diese ganzen Unterprogramme. Also diese ganzen Kommentare, die wir in Unterprogramme packen wollen. Wir nehmen jetzt als erstes mal dieses Zeichne Spieler mit Klammer auf, Klammer zu. Und er steht hier dran, das gibt's nicht. Er bietet mir hier an, diese Methode zu generieren. Wir schreiben sie jetzt aber mal minimal selber und gehen dazu hinter die Main. Also das hier sind die geschweiften Klammern. Man kann die Main dazu auch einklappen. Dann ist man sicher, man ist dahinter. Aber in diesen geschweiften Klammern der Klasse noch. Jedes Unterprogramm bei einer Konsolenanwendung fängt mit Static an. Dann kommt der Rückgabetyp. Zeichne Spieler gibt nichts zurück. Also das wäre dann Void für nichts, die Leere. Dann der Name des Unterprogramms. Zeichne Spieler. Und wir brauchen keinen Parameter, weil diese Position des Spielers ist schon hier in x und y, meinen globalen Variablen, vorhanden und auf die kann ich in jedem Unterprogramm zugreifen. Das heißt, hier sage ich jetzt der Konsole mit setCursorPosition. Sie soll den Cursor an die Position x und y setzen und dann mit write ein großes O hinschreiben. Im Hauptprogramm wird dieses Zeichne Spieler aufgerufen. Wenn man hier F12 drückt, springt er auch dorthin. Dann macht er diesen Code hier. Wenn man das jetzt ausführt, wird in einer Endlosschleife sehr schnell immer wieder ein O an diese Position 00 geschrieben. Man kann jetzt hier im Hauptprogramm oder oben schon bei der Deklaration diese Position auch auf eine andere festlegen. Dann sieht man, Zeichne Spieler schreibt den Spieler jetzt an 5,5. Die Eingabe mache ich nicht in einem Unterprogramm, sondern wir legen uns eine
lokale Variable, also innerhalb der Main zwischen diesen geschweiften Klammern eine lokale Variable an. Die kriegt dann kein Static davor, sondern einfach int char c. Und dann kann ich die Eingabe hier ersetzen durch c gleich, na, nicht int char c, natürlich nur char c. Sorry. Also char, ein Buchstabe c. Konsole.readKey, dass er nicht angezeigt wird, das Intercept an, also true, anzeigen unterdrücken, Punkt Keycher. Das wird jetzt eingelesen und jetzt blinkt der Cursor hier nicht mehr so schnell und immer wenn ich eine Taste drücke, zeichnet er es halt wieder dorthin. Bevor wir es jetzt wieder ausführen, machen wir mal noch etwas mehr. Dieses Spieler löschen als Unterprogramm machen wir mal als nächstes. Also wieder Unterprogramm außerhalb der Main, static void, für keine Rückgabe, Spieler löschen, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte zu. Hier kommt dann der Programmcode rein und wir haben wieder Konsole, set cursor position, gehen an die Position XY, um ihn zu löschen, geben wir jetzt an dieser Stelle mit write einfach ein Leerzeichen aus. Wenn ich hier oben jetzt dieses Spieler lösche, wieder einkommentiere oder wenn ich anfange zu tippen, sehe ich, es ist sogar in der Codevervollständigung natürlich jetzt enthalten, Klammer auf, Klammer zu, Strichpunkt, dann wird jetzt immer der Spieler gezeichnet, machen wir eine Eingabe und es wird ein Leerzeichen drüber geschrieben und dann müssen wir ihn noch bewegen. Für Spieler bewegen brauchen wir auch ein Unterprogramm. Jetzt nehmen wir mal den anderen Weg. Wir klicken hier drauf, nehmen dann diese Glühbirne, die auch hier drüben erscheint, und sagen Methode Programm.Spieler bewegen generieren. Dann erscheint das. Das Private hier kann man stehen lassen, aber Zugriffsrechte kennen wir noch nicht. Also löschen wir es. Und dieses Throw New Not implemented exception würde jetzt einfach das Programm mit einem Fehler beenden, wenn wir dieses Unterprogramm aufrufen, einfach dass wir beim Testen merken würden, oh, hier wurde noch nicht weitergearbeitet. Das löschen wir jetzt raus. Um den Spieler bewegen zu können, könnten wir jetzt einfach x um 1 erhöhen. Dann würde jedes Mal, wenn ich im Hauptprogramm eine Taste drücke, der Spieler gezeichnet, Taste gedrückt, der Spieler gelöscht und dann x um 1 erhöht. Jetzt würden wir, egal welche Taste wir drücken, immer eins nach rechts laufen. Wir wollen aber, dass der Spieler sich abhängig unserer Eingabe bewegt. Und diese Information haben wir jetzt nicht in einer globalen, sondern einer lokalen Variable. Die kann ich hier unten nicht verwenden. Also ich kann hier nicht sagen, wenn c gleich, ergänzt da gleich um was Sinnvolles, d, dann gehe ich hier mit x1 weiter. Das geht nicht, weil er sagt, c kennt er nicht, denn diese lokale Variable c gilt nur in den umgebenden geschweiften Klammern, also von der Deklaration bis hier, gibt es dieses c dort unten eben nicht mehr. Um das zu ändern, könnten wir c global machen, das ist hier aber gar nicht nötig, sondern wir können es auch als Parameter mit übergeben. Dann meckert er hier gleich, dass er keine Methode Spieler bewegen kennt, die ein Argument bekommt, also ein Parameter hier. Stimmt auch, hier haben wir nichts drin, aber wir sagen hier, wir wollen einen Char Buchstabe übergeben bekommen. Er muss nicht gleich heißen wie das. Es muss nur der gleiche Typ sein. Also wenn ich hier String reinschreiben würde, würde der hier meckern. Oh, ich kann Char nicht in den String konvertieren. Also es muss der richtige Typ sein. Das muss ich übergeben. Die Namen sind aber egal. Buchstabe kriegt hier diesen Wert von C zugewiesen. Dann kann ich hier Buchstabe verwenden. Wenn Buchstabe D ist, mache ich X plus 1. Und jetzt kopieren wir uns das ein paar Mal. Wenn der Buchstabe A ist, mache ich X gleich X minus 1. Wenn der Buchstabe W ist, mache ich Y gleich Y minus 1. Und wenn der Buchstabe S ist, mache ich Y gleich Y plus 1. Jetzt
habe ich dieses O und kann es mit den Tasten WASD rumfahren. Unser Hauptprogramm hat sich noch gar nicht verkompliziert. Ich mache hier noch rein, dass wir es abbrechen können. Also wenn nur, solange C ungleich Q ist, wiederhole ich, dann kann ich mit Q die Schleife beenden. Ich kann den Spieler zeichnen, löschen und bewegen und verstehe das Hauptprogramm hier sehr gut. Die einzelnen Algorithmen liegen in diesen Unterprogrammen, die man auch einklappen kann. Und jetzt zeichnen wir erstmal noch einen Rahmen. Und das möchte ich noch ein bisschen vergrößern. Ich möchte einen Rahmen zeichnen und dort angeben können, von wo bis wo. Also ich möchte von 4, 4, linke obere Ecke, bis 16, 16, rechte untere Ecke das zeichnen. Und wenn ich das jetzt generieren lasse, dann sehen wir, kriegen wir schon Ints. Sie werden nur nicht schön benannt, weil wir hier oben konstante Werte und keine Namen haben. Ich sage einfach, das ist x0. y0, x1 und y1 als Punkte. Die throw new not implemented exception lösche ich hier raus. Und jetzt sage ich mit einer Vorschleife int x, kann ich so nennen, oder ich nenne es int i, x0. Und solange i kleiner gleich x1 ist, erhöhe ich i um 1. Das heißt, hier würde ich für die x-Werte laufen, vom kleinsten x bis zum größten x, und müsste jetzt an y, also in die Zeile y0 und y1 jeweils einen Strich machen. Dafür nehmen wir Konsole set cursor position, gehen an i, das läuft ja die x-Werte durch, und y0. Und machen dann mit Konsole write oder writeline ein Hashtag hin. Und das gleiche machen wir nochmal für y1. Das gibt mir jetzt praktisch schon. Ui. Ja. Dafür ist der Bildschirm hier ein bisschen zu klein. Dann machen wir die Schriftgröße etwas kleiner. So. Hier sehen wir, haben wir die obere und untere Linie von von x0 bis x1 und das eben an der Stelle y0 und y1. Und dasselbe Vorgehen muss ich jetzt bei meinem Rahmen nochmal machen für von y0, solange i kleiner gleich y1 ist, i gleich i plus 1. Und jetzt läuft y und x bleibt konstant, also Konsole set cursor position. x0, also die linke Seite, right, Hashtag, so. Und nochmal dasselbe für x1. Jetzt haben wir einen kompletten Rahmen außenrum, könnten aber, weil unser Zeichnerrahmen so schön modular ist, dass wir hier die Grenzen angeben können, das hier einfach einklappen und hier die Koordinaten ändern. Wir könnten jetzt tatsächlich von 0,0 bis 6,6 gehen. Dann hätten wir einen Rahmen, wo unser O hier drin ist. Das O ist hier natürlich noch nicht eingepfercht. Also der Rahmen bewirkt noch nichts. Ich setze ihn mal wieder zurück. Wir wollen jetzt innerhalb des Rahmens bleiben, also von 5, 5 bis 15, 15 zu laufen. Und das heißt, wir dürfen uns nie rausbewegen. Ich gehe hier auf Spieler bewegen, drücke F12, komme dann zu Spieler bewegen, klappe das aus und füge jetzt hier immer noch ein if dazu. Nämlich, ich erhöhe x nur, wenn es kleiner als 15 ist. Der Maximalwert 15. Sag hier, ich vermindere es nur, wenn x größer als 5 ist, dann komme ich nie unter 5. Bei y das gleiche. If größer 5, nur dann laufe ich noch nach oben. Und wenn y kleiner
15 laufe ich noch nach unten. Jetzt kann ich hier gar nicht mehr rauslaufen. Ich könnte, wenn ich will, diese Größen, also diese 15 und 5, auch hier mit angeben als Parameter. Dann könnte ich praktisch beim Aufrufen, beim Rahmenzeichnen die Parameter angeben und beim Spieler bewegen sie hier auch. Hätte dann halt hier nicht 5 und 15, sondern dann die Parameter x0, x1. Dann könnte ich hier ähnlich wie beim Rahmenzeichnen das machen. Gut. Man sieht also, wenn man es in Unterprogramme aufteilt, kann ich über globale Variablen definieren, die ich in allen Unterprogrammen habe. Variablen, bei denen ich das nicht brauche, die mir als lokale Variable reichen, kann ich als lokale Variable weiterhin machen und muss sie dann gegebenenfalls als Parameter an ein Unterprogramm wie Spieler bewegen weitergeben. Die Parameter müssen nicht gleich heißen wie die aufrufenden Parameter, weil das wäre schwierig. Ich kann keine Variable 4 nennen. Es wird dann einfach x0 die 4 zugewiesen. Hier wird Buchstabe dieses c zugewiesen. Und das kann ich dann hier verwenden. Eine Kleinigkeit noch. Es könnte passieren, dass ich jetzt hier statt x0 einfach x hinschreibe. Und das würde tatsächlich funktionieren, obwohl ich schon ein globales x habe. Wenn ich jetzt aber beides in einem Unterprogramm verwenden will, dann bekomme ich ein Problem. Wenn ich zeichne Spieler, wenn ich hier jetzt ein int x hätte, dann würde dieses x hier verwendet werden, das ich als Parameter habe. Wenn ich dann das Globale will, dann muss ich den kompletten Namen dieses x, des globalen x, angeben. Das kann ich an jeder Stelle tun. Und der globale Name ist immer der Name der Klasse, hier Programm, Punkt und dann den Namen der globalen Variable. Also wenn ich hier irgendwo Programm.x schreibe, gleich 3, dann sagt er zwar, ich muss das nicht hinschreiben, aber ich kann. Und hier auf F12 gehe, dann komme ich hier hoch zur globalen Variable. So, machen wir hier mal nochmal ein x draus. Jetzt ist auch nicht mehr ausgegraut, sondern das Programm wird heller, weil jetzt ist das ein Unterschied. Also hier dieses Programm.x ist die globale Variable, Klassenname.Variable. Während dieses x ohne Programm davor ist der Parameter. Wenn ich hier auf F12 drücke, springe ich auch dorthin. Können wir so lassen. Damit kann man zwischen globalen Variablen und Parametern dann oder lokalen Variablen unterscheiden. Unterprogramme teilen die Komplexität in einzelne Häppchen auf, die man besser warten kann, und man kann durch sprechende Bezeichnung der Unterprogramme seine Programmteile auch besser lesbar machen. Ich hoffe, das war ein erster guter Einblick und ich bedanke mich fürs Zusehen.